Lokalanästhetika, Teil 7, Toxizität und sonstige Nebenwirkungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser 7. Folge unserer Reihe über die Lokalanästhetika wollen wir uns mit dem interessanten Thema der Toxizität und der sonstigen Nebenwirkungen der Lokalanästhetika näher beschäftigen. Wir wollen also das mögliche Risiko einer systemischen Toxizität, einer lokalen Myotoxizität oder einer lokalen Neurotoxizität besprechen. Außerdem soll die inzwischen bekannte lokale Chondrotoxizität besprochen werden, also die Schädigung von Knorpelzellen durch Lokalanästhetika. Außerdem mögliche weitere Probleme durch Lokalanästhetika wie allergische Nebenwirkungen, eine eventuelle Methemoglobinämie oder mögliche Nebenwirkungen eines eventuellen Adrenalinzusatzes zum Lokalanästhetikum. Zuerst zur systemischen Toxizität. Es wird hier auch von LAST, von Local Anesthetic Systemic Toxicity gesprochen. Für eine systemische Toxizität, also eine LAST, ist letztendlich verantwortlich eine zu hohe Plasmakonzentration an freiem, an ungebundenem Lokalanästhetikum. Für die einzelnen Lokalanästhetika gibt es jeweils einen substanzspezifischen Grenzwert, eine toxische Schwellenkonzentration. Je stärker diese überschritten wird, desto ausgeprägter ist die systemische Toxizität. Außerdem ist für das Ausmaß der systemischen Toxizität auch die individuelle Toxizität des verwendeten Lokalanästhetikums wichtig. Die Inzidenz einer LAST im Rahmen von PDAs wird laut offizieller Leitlinie mit 0,012 bis 0,11% angegeben. Das sind immerhin ca. 1 bis 10 LAST-Fälle pro 10.000 PDAs. Die LAST-Inzidenz im Rahmen von peripheren Blockaden wird in diesen Leitlinien mit 0,04 bis 0,18% angegeben. Das sind immerhin ca. 4 bis 20 LAST-Fälle pro 10.000 Blockaden. Die Inzidenz bei peripheren Blockaden war vor Einführung der ultraschallgesteuerten Regionalanästhesie noch höher. Und die abgefallenen Inzidenzzahlen in den letzten Jahren sind dadurch zu erklären, dass unter einer Ultraschallkontrolle größere Gefäße erfassbar sind und außerdem das notwendige Volumen an Lokalanästhetikum deutlich reduziert werden konnte. Eine systemische Toxizität droht vor allem dann, falls es zu einer akzidentellen intravasalen Injektion einer entsprechend relevanten Menge an Lokalanästhetikum gekommen ist oder falls eine absolute Überdosierung stattgefunden hat. Das heißt, für das entsprechende Lokal- oder Regionalanästhesieverfahren eine zu hohe, eine toxische Dosis verabreicht wurde. Oder wenn für das spezielle Lokal- oder Regionalanästhesieverfahren zwar die maximale Dosierung nicht überschritten wurde, aber aus unerwarteten Gründen plötzlich eine übermäßige Resorption stattfindet. Wie viel Lokalanästhetikum pro Zeiteinheit resorbiert wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab, vor allem von der Konzentration des Lokalanästhetikums, von dessen Dosierung und auch zum Beispiel von dessen Molekulargewicht. Sehr wichtig ist auch die Frage, wie hoch ist die Perfusion im Injektionsbereich. Auch ein hoher Fettgehalt im Injektionsbereich hat Auswirkungen. Er bindet lipophile Lokalanästhetika und verzögert deren Weiterdiffusion. Sehr wichtig ist auch die Frage, handelt es sich um ein Lokalanästhetikum mit resorptionsverzögerndem Adrenalinzusatz oder um ein Lokalanästhetikum mit vasodilatierender Nebenwirkung, wie zum Beispiel beim Lidocain. Hier nochmal zur Resorption der Lokalanästhetika in Abhängigkeit von der lokalen Perfusion und den dadurch erzielten Plasmakonzentrationen. Die schnellste Resorption ist bei intrapleuraler oder bei peritonzillärer Injektion bzw. bei Aufbringen auf Schleimhaut zu erwarten. Das ist hier unsere gelbe Kurve. Die zweitschnellste Resorption ist bei Injektion in den Interkostalbereich zu erwarten. Auch hier haben wir eine ausgesprochen gute Perfusion. Dann folgt die Resorption bei peridoraler Gabe, etwas geringer ist die bei Plexusblockaden und am langsamsten erfolgt die Resorption bei subkutaner Injektion des Lokalanästhetikums. Bei korrekter Dosierung und korrekter Applikation wird in aller Regel die toxische Schwellenkonzentration nicht überschritten.
Bei Injektion in stark entzündlich hyperämisches Gewebe kann dennoch eine toxische Konzentration auftreten, obwohl die offiziell empfohlene Dosierung eingehalten wird. Und bei akzidenteller intravasaler Injektion können selbstverständlich relativ schnell toxische Plasmakonzentrationen erzielt werden. Durch Verwendung eines Adrenalinzusatzes zum Lokalanästhetikum in der Relation 1 zu 200.000, das heißt 5 μ Adrenalin pro Milliliter Lokalanästhetikum, kann eine Vasokonstriktion im Injektionsbereich und dadurch eine verlangsamte Resorption erzielt werden. Dieses Prinzip funktioniert natürlich umso besser, je stärker das Injektionsgebiet durchblutet ist, und andererseits funktioniert es natürlich kaum, falls die Durchblutung fast keine Rolle spielt, wie bei einer Spinalanästhesie. Diese Vasokonstriktion führt zu einer Wirkungsverlängerung. Dies ist insbesondere bei Lidocain sehr stark ausgeprägt, da es eine starke vasodilatierende Nebenwirkung aufweist. Außerdem bewirkt die langsamere Resorption mit längerem Verbleiben des Lokalanästhetikums am Injektionsort eine Blockadevertiefung und geringere Plasmakonzentrationen. Die Wirkungsverlängerung durch einen Adrenalinzusatz ist bei den gut lipophilen Lokalanästhetika, also bei den langwirksamen Lokalanästhetika, relativ gering. Durch einen Adrenalinzusatz kann außerdem, was der Operateur manchmal sehr schätzt, eine geringere Blutungstendenz im OP-Bereich erzielt werden. Gelangt allerdings eine relevante Menge an adrenalinhaltigem Lokalanästhetikum intravasal, dann drohen eine Reihe von Nebenwirkungen des Adrenalinzusatzes, wie Tachykardie, Blutdruckanstieg und so weiter. Diese Tatsache wird manchmal noch im Rahmen einer PDA oder Kaudalanästhesie ausgenutzt. Mit einer kleinen initialen Testdosis eines solchen adrenalinhaltigen Lokalanästhetikums wird überprüft, ob die Kanülenspitze oder die Katheterspitze versehentlich intravasal liegt. In einem solchen Falle treten Tachykardie, Blutdruckanstieg und typische EKG-Veränderungen auf. Die Durchführung und Interpretation einer solchen adrenalinhaltigen Testdosis wird im Video über die Kaudalanästhesie besprochen. Falls die freie, ungebundene Konzentration des Lokalanästhetikums den für jedes Lokalanästhetikum typischen Schwellenwert, also eine bestimmte Plasmakonzentration, überschreitet, dann drohen systemische Nebenwirkungen vor allem an den Organen, die ebenfalls erregbare Strukturen aufweisen, also am Gehirn und am Reizleitungssystem des Herzens. Sämtliche Lokalanästhetika weisen ein eigenes, typisches, systemisch toxisches Potenzial auf. Und allgemein kann festgestellt werden, das systemisch toxische Potenzial eines Lokalanästhetikums ist umso höher, je höher dessen Proteinbindung und je höher dessen Lipophilie ist. Wie bereits in einem früheren Video gezeigt, ist von den gebräuchlichen Aminoamid-Lokalanästhetika Bupivacaine in dasjenige Lokalanästhetikum, das mit 95% die höchste Plasmaproteinbindung aufweist und damit die höchste Eiweißbindung und mit 27,5% die höchste Lipophilie aufweist. Dadurch ist Bupivacaine zwar ein sehr potentes und das am längsten wirkende Lokalanästhetikum, denn die hohe Eiweißbindung bewirkt auch eine hohe und eine lange feste Bindung an den Rezeptor des Natriumkanals, und die hohe Lipophilie bewirkt eine Akkumulation beispielsweise in den Myelinscheiden der Nervenzellen. Andererseits bewirken genau diese Eigenschaften des Lokalanästhetikums, dass, falls es in toxisch hohen Plasmakonzentrationen vorliegen sollte, es eine besonders langanhaltende und hohe Toxizität aufweist. Aus diesem Grunde ist Bupivacaine auch das toxischste aller gebräuchlichen Lokalanästhetika. Es wird angegeben, dass das toxische Potenzial von Bupivacaine ca. 4-mal so hoch ist wie dasjenige von Mepivacaine. Dass eine hohe Lipophilie mit einer hohen Toxizität des Lokalanästhetikums einhergeht, hat auch folgenden Grund. Je lipophiler ein Lokalanästhetikum ist, desto stärker akkumuliert es in den Herzmuskelzellen und in den Leberzellen. Durch diese intrazelluläre Akkumulation kommt es zu einer Drosselung des intrazellulären, in den Mitochondrien ablaufenden Energiestoffwechsels mit Hemmung der Atmungskette und Verminderung der ATP-Synthese.
Folge ist zum Beispiel eine verminderte myokardiale Kontraktilität. Und auch hier hat Bupivacain den stärksten negativen Effekt bezüglich der Mitochondrien. Die Toxizität eines Lokalanästhetikummoleküls kann auch mit dessen Struktur, und zwar mit dessen Stereochemie, zusammenhängen. Eine Reihe von Lokalanästhetika enthalten ein sogenanntes asymmetrisches Kohlenstoffatom. Beispielsweise enthalten die Aminoamid-Lokalanästhetika Bupivacain, Ropivacain und Mepivacain je ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. Ein asymmetrisches Kohlenstoff ist dadurch gekennzeichnet, dass es vier verschiedene Liganden besitzt. Durch ein asymmetrisches Kohlenstoffatom entstehen zwei Stereoisomere. Stereoisomere sind Moleküle, die zwar die gleiche Summenformel haben, aber eine unterschiedliche Strukturformel aufweisen. Sie sind nicht deckungsgleich und verhalten sich wie Bild- und Spiegelbild. Solche zwei Stereoisomere werden auch als Enantiomere bezeichnet. Zwei Enantiomere haben die gleichen physikochemischen Eigenschaften mit der Ausnahme, dass sie in wässriger Lösung polarisiertes Licht in die entgegengesetzte Richtung brechen. Liegt ein Racemat vor, das heißt ein Gemisch, in dem die beiden Enantiomere in der Konzentration 1:1 vorliegen, dann heben sich deren unterschiedliche Lichtbrechung wieder auf und das Gemisch, das Racemat, ist optisch inaktiv. Eine der großen Entdeckungen bezüglich der Medikamentensicherheit in den letzten Jahrzehnten war die Feststellung, dass sich zwei Enantiomere klinisch unterschiedlich verhalten, falls sie mit einem anderen optisch aktiven Isomer interagieren. Andere wichtige optisch aktive Moleküle sind Enzyme und Proteine. Da die Rezeptoren der Natriumkanäle, mit denen die Lokalanästhetika interagieren, zahlreiche optisch aktive Aminosäuren enthalten, verwundert es nicht, dass die einzelnen Stereoisomere der Lokalanästhetika unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen aufweisen. Daher wurde in den letzten Jahrzehnten bei verschiedenen Medikamenten versucht, das klinisch günstigere Isomer zu identifizieren, zu isolieren und selektiv klinisch einzusetzen. Dieses Prinzip ist beispielsweise vom Esketamin oder vom Cisatracurium her bekannt. Auch von dem Racemat Bupivacain wurde die linksdrehende Form isoliert und ist in einigen europäischen Ländern unter dem Namen Levobupivacain im Handel. Ropivacain war das erste Lokalanästhetikum, das als reines Isomer in den Handel kam, und zwar handelt es sich um S-Ropivacain. Das Präfix R bzw. S gibt Hinweise auf die Anordnung der Liganden im asymmetrischen Kohlenstoffatom und die Bezeichnung Plus oder Minus bedeutet die Ablenkung von polarisiertem Licht im oder gegen den Uhrzeigersinn bzw. nach rechts oder nach links. Hier dargestellt ist die vereinfachte, die zweidimensionale Strukturformel von Ropivacain in der sogenannten Lewis-Schreibweise. Asymmetrische Kohlenstoffatome werden in dieser Schreibweise korrekterweise mit einem Stern markiert, wie hier dargestellt. Ropivacain, also das S-Ropivacain, weist auch aufgrund dieser Stereochemie eine geringere Kardiotoxizität auf als das Racemat Bupivacain. Die systemische Toxizität eines Lokalanästhetikums ist außerdem abhängig von zum Beispiel der aktuellen respiratorischen oder metabolischen Situation. Denn eine respiratorische oder metabolische Azidose führt zu einem Abfall der Plasmaproteinbindung des Lokalanästhetikums und dadurch zum Anstieg der freien, ungebundenen Plasmakonzentration an Lokalanästhetikum. Außerdem führt eine respiratorische Azidose, also ein CO2-Anstieg, zu einer zerebralen Vasodilatation. Der zerebrale Blutfluss nimmt dadurch zu. Und dies führt zu einer vermehrten Anflutung an freiem Lokalanästhetikum am Gehirn. Aus diesem Grunde sollte ein Patient mit beginnenden neurotoxischen Symptomen zum tiefen Durchatmen aufgefordert werden. Wie bereits besprochen, die Ursache einer hohen Konzentration an freiem Lokalanästhetikum im Plasma ist zwar entweder eine versehentliche intravasale Injektion, eine Überdosierung oder eine zu schnelle Resorption,
Aber auch andere Umstände können eine hohe Konzentration an freiem Lokalanästhetikum begünstigen. Bei den meisten Lokalanästhetika vom Aminoamid-Typ wäre dies zum Beispiel eine verminderte Konzentration an Sorum-Alpha-1-Glykoprotein. Denn im Plasma wird ein relativ hoher Prozentsatz zum Beispiel der mit Lokalanästhetika Bupivacain und Ropivacain hochspezifisch an das Sorum-Alpha-1-Glykoprotein gebunden. Sollte dessen Konzentration im Plasma relevant vermindert sein, dann nimmt die freie Plasmakonzentration dieser Lokalanästhetika zu. Bei Neugeborenen und bei Säuglingen unter ca. 6 Monaten ist die Konzentration an Sorum-Alpha-1-Glykoprotein reduziert. Außerdem ist in diesem Lebensalter auch die hepatische Metabolisierung der Aminoamid-Lokalanästhetika noch vermindert. Viele Lokalanästhetika binden auch an Albumin, allerdings zumeist mit einer geringeren Spezifität und Affinität. Lidocain bindet sich sogar zum größten Teil an Albumin. Eine relevante Verminderung der Plasma-Albumin-Konzentration kann also ebenfalls zu einer Erhöhung der freien Konzentration eines Lokalanästhetikums führen. Beispielsweise liegt im Rahmen einer schweren Leberschädigung oder einer ausgeprägten Nierenschädigung oft eine Hypoalbuminämie vor. Auch im Rahmen des letzten Schwangerschaftstrimenons kann es zu einer relativen Hypoalbuminämie kommen, sodass auch hier besondere Vorsicht geboten ist. Da die Aminoamid-Lokalanästhetika zu ca. 95% in der Leber über das Zytochrom P450-System metabolisiert werden, führt eine verminderte Leberdurchblutung oder ganz allgemein auch ein erniedrigtes Herzminutenvolumen mit dadurch verminderter Leberdurchblutung zu einer Reduktion der hepatischen Lokalanästhetika-Clearance. Auch bei einer relevanten Leberschädigung ist die hepatische Clearance der Lokalanästhetika beeinträchtigt. Eine solche Verminderung der hepatischen Clearance führt dazu, dass die Plasmakonzentration und auch die Konzentration des freien Lokalanästhetikums dadurch erhöht ist. Da die hepatische Metabolisierungsrate für die meisten Amid-Lokalanästhetika relativ begrenzt ist, ist klar, dass wiederholte Nachinjektionen die Clearance-Rate eventuell überschreiten und zu Intoxikationssymptomen führen können. Eine Sonderstellung bezüglich der hepatischen Clearance nimmt Lidocain ein, denn es wird bereits bei der ersten Leberpassage fast vollständig hepatisch metabolisiert. Diese sehr hohe hepatische First-Pass-Clearance von Lidocain kann sogar zur Beurteilung der Leberfunktion diagnostisch eingesetzt werden. Da also Lidocain sich durch eine sehr hohe hepatische First-Pass-Metabolisierung auszeichnet, führt insbesondere beim Lidocain eine Beeinträchtigung der Leberdurchblutung oder der Leberfunktion ganz leicht zu einem deutlichen Anstieg der Plasmakonzentration. Die auftretende freie Plasmakonzentration eines Lokalanästhetikums hängt also von vielen Faktoren ab. Beim Prilocain zum Beispiel ist außerdem zu beachten, dass es ein ausgesprochen großes Verteilungsvolumen aufweist. Es kommt zu einer ausgeprägten Absorption von Prilocain im Bereich des Lungengewebes und dadurch sind die bei einer versehentlichen intravasalen Injektion auftretenden Plasmakonzentrationen deutlich geringer als bei anderen Aminoamiden. Dies ist mit ein Grund für die große therapeutische Breite von Prilocain. Lokalanästhetika vom Ester-Typ werden im Plasma von der dort vorhandenen Pseudocholinesterase sehr schnell abgebaut und weisen eine Halbwertszeit von wenigen Minuten im Plasma auf. Sollte allerdings eine homozygot-atypische Pseudocholinesterase vorliegen, dann ist die Metabolisierung der Ester-Lokalanästhetika genauso wie die Metabolisierung von Succinylcholin oder Mivacurium deutlich verzögert. In diesen Fällen drohen bei Ester-Lokalanästhetika ebenfalls hohe Konzentrationen freiem Lokalanästhetikum. Falls bei einem Lokalanästhetikum dessen toxische Schwellenkonzentration überschritten wird, dann drohen bei langsam weiter steigenden Plasmakonzentrationen zuerst Symptome von Seiten des ZNS und erst bei weiter ansteigenden Plasmakonzentrationen Intoxikationssymptome von Seiten des Herzens. Es gilt also der Merkspruch erst EEG, dann EKG.
Bei Lidocain müssen die Plasmakonzentrationen, die einen kardiovaskulären Kollaps verursachen, ca. 3,6 mal so hoch sein wie die Konzentrationen, die zerebrale Krampfanfälle auslösen. Beim Bupivacain ist diese Relation deutlich ungünstiger, wesentlich niedriger und beträgt lediglich ca. 1,7. Bei Bupivacain können also zerebrale Krampfanfälle auf einen schon kurz bevorstehenden kardiovaskulären Kollaps hindeuten. Da im zentralen Nervensystem normalerweise ein Gleichgewicht zwischen den hemmenden und den erregenden Neuronen besteht und da eine leichte Intoxikation zuerst zur Blockade, zur selektiven Blockade der hemmenden, der dämpfenden Neurone führt, wird klar, dass es hierdurch zu einem Überwiegen der exzitatorischen, der erregenden Neurone kommt und dadurch Exzitationsphänomene zuerst auftreten. Erst bei weiterem Anstieg der toxischen Plasmakonzentration kommt es auch zu einer Dämpfung der erregenden Neuronen und damit zu einer allgemeinen Dämpfung des ZNS. Bezüglich einer zentralvenösen Intoxikation durch Lokalanästhetika können verschiedene, normalerweise in einer charakteristischen Reihenfolge aufeinanderfolgende Symptome und Stadien unterschieden werden. Zuerst tritt ein sogenanntes Prodromalstadium auf, dieses ist durch periorale Taubheit, also beispielsweise durch Kribbeln auf Zunge und Lippe, sowie durch Geschmacksirritationen wie plötzliches Auftreten eines metallischen Geschmacks gekennzeichnet. Auch eine Hyperakusis oder ein Schwindel oder unterschiedlich stark ausgeprägte Angstzustände können auftreten. Ganz entscheidend ist es, diese Symptome eines solchen Prodromalstadiums zu erkennen und richtig einzuordnen und nicht als pure Aufregung des Patienten abzutun und zu negieren. Das Erkennen dieser eventuell dezenten Prodromalsymptome setzt eine stete Vigilanz des Anästhesisten voraus. Wie wichtig eine stete Vigilanz des Anästhesisten ist, wird in dem Video Kinderanästhesie, die fünf wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, nochmal klar verdeutlicht. Danach kommt es zum sogenannten präkonvulsiven Stadium. Dieses ist durch Tinnitus, Tremor, Somnolenz und Nystagmus gekennzeichnet. Auch zum Beispiel eine Desorientierung, Muskelzuckungen oder Sprachstörungen sind typisch. Bei weiter ansteigenden Plasmakonzentrationen droht das konvulsive Stadium mit generalisierten tonisch-klonischen Krämpfen. Im Extremfall kommt es zu Koma, Apnoe, Bradykardie und durch Blockade der zerebralen Kreislaufzentren zum Kreislaufkollaps. Es liegt dann das Stadium 4 der generalisierten ZNS-Depression vor. Die zuvor aufgetretenen tonisch-klonischen Krämpfe sistieren nun. Während diese Reihenfolge der zentralnervösen Intoxikationssymptome bei relativ langsamem Anstieg der Plasmakonzentration in der Regel eingehalten wird, können die Stadien 1, 2 und 3 eventuell nur sehr kurz ausgebildet sein oder gar fast übersprungen werden, falls zum Beispiel im Rahmen einer zervikalen Blockade etwas Lokalanästhetikum akzidentell in eine zum Hirn führende Arterie injiziert wird. Oder versehentlich eine größere Menge intravenös injiziert wird. Im Rahmen einer kardialen Intoxikation treten keine typischen Symptome auf, sondern allgemein bekannte Symptome, wie sie auch in vielen anderen Situationen auftreten können. Es kann zu einer Bradykardie oder zu Herzrhythmusstörungen mit Bradyarrhythmie kommen. Initial kann auch eine passagiere Tachykardie auftreten und im Extremfall kommt es zu einer Asystolie, die nur sehr schwierig erfolgreich zu therapieren ist. Es kann auch zu einer negativ inotropen Wirkung kommen und zwar daher, Lokalanästhetika wirken nicht selektiv an den Natriumkanälen. In toxischen Konzentrationen können sie auch relevant kardiale Calciumkanäle blockieren. Außerdem akkumulieren lipophile Lokalanästhetika in den Herzmuskelzellen und dort können sie im Bereich der Mitochondrien die Atmungskette beeinträchtigen und damit die ATP-Synthese, also letztendlich den Energiehaushalt der Herzmuskelzellen, beeinträchtigen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Effekt bei dem sehr lipophilen Bupivacain. Diese negativ inotropen Wirkungen von Lokalanästhetika können eine Hypotension verursachen.
Insbesondere zu Beginn der kardialen Intoxikationssymptome kann auch eine Hypertension auftreten. Auf die Erklärung dafür kommen wir später noch zu sprechen. Eine intoxikationsbedingte Hypotension kann auch durch eine Lokalanästhetika-bedingte Blockade der kleinen Arteriolen mitbedingt sein. Da Lokalanästhetika nur dann in die Natriumkanäle eindringen können und die Rezeptoren blockieren können, solange sich die Natriumkanäle im geöffneten oder im Passagier inaktivierbaren Zustand befinden, ist klar, je häufiger sie in diesen Zuständen sind, desto leichter sind sie blockierbar. Das heißt, in einer solchen Situation wäre eine Tachykardie ungünstig, besser wäre eine Bradykardie. Daher wäre auch die akzidentelle Injektion einer größeren Menge an Lokalanästhetikum mit Adrenalinzusatz besonders gefährlich, da das Adrenalin eben eine Tachykardie noch auslöst. Die Tatsache der frequenzabhängigen Blockade wurde früher häufiger im Rahmen einer Plexusanästhesie versucht auszunutzen, indem man die Patienten nach Anlage des Plexus aufforderte, rhythmisch die Hand zu öffnen und zu schließen. Bezüglich systemisch toxischer Nebenwirkungen am Herzen wird unterschieden zwischen indirekten toxischen Effekten am Herzen und direkten toxischen Effekten am Herzen. Die indirekten Effekte werden dadurch ausgelöst, dass es zu einer Inhibition zerebraler Kreislaufregulationszentren kommt. Auch hier werden, wie allgemein für das ZNS zutreffend, zuerst die dämpfenden und danach die exzitatorischen Neurone blockiert. Initial kann es daher zu einem Überwiegen der das Kreislaufzentrum stimulierenden Neurone kommen, also zu einem Sympathikotonus mit Tachykardie, mit Blutdruckanstieg und zentral vermittelten Arrhythmien. Erst bei weiterer Konzentrationserhöhung drohen dann auch zentrale kardiodepressive Wirkungen. Direkt kardiotoxische Effekte werden durch Wirkung des Lokalanästhetikums am Reizleitungssystem und durch dessen Wirkung direkt an den Herzmuskelzellen verursacht. Durch eine zunehmende Blockade der kardialen Natriumkanäle im Bereich des Reizleitungssystems kommt es zu einer Verlangsamung der Reizleitung und der Herzfrequenz, also zu einer negativ-thromotropen und negativ-chronotropen Wirkung. Durch die zunehmende Blockade des Reizleitungssystems droht eventuell eine Verbreiterung der QRS-Komplexe, eine Verlängerung des PQ-Intervalls, eventuell eine vollständige AV-Dissoziation, eine Bradykardie oder möglicherweise ein Sinusknotenarrest. Diese Hemmung des Reizleitungssystems durch Lokalanästhetika ist stereoselektiv, das heißt, die R-Plus-Isomere von Bupivacain und Ropivacain beispielsweise sind hier stärker wirksam als die entsprechenden S-Isomere. Dies ist mit ein wichtiger Grund, dass von Ropivacain klinisch nur das S-Isomer eingesetzt wird. Je lipophiler ein Lokalanästhetikum ist, desto stärker akkumuliert es in Herzmuskelzellen und führt dadurch, wie bereits erwähnt, auf mitochondrialer Ebene zu einer Beeinträchtigung der ATP-Synthese. Dies verursacht eine negativ-inotrope Wirkung. Die stärksten Auswirkungen in dieser Hinsicht hat das Bupivacain-Racemat. Auch durch die ebenfalls schon erwähnte zusätzliche Blockade von kardialen Calciumkanälen durch Lokalanästhetika kann eine negativ-inotrope Wirkung verursacht werden. Nun noch zu der Frage, wie schnell und wie lange binden sich die einzelnen Lokalanästhetika an die Rezeptoren der Natriumkanäle. Bezüglich der Kinetik eines Lokalanästhetikums am Rezeptor werden folgende Gruppen unterschieden. Alle klinisch gebräuchlichen Lokalanästhetika diffundieren sehr schnell an den Rezeptor. Es wird deshalb von Fast-In-Rezeptorbindung gesprochen. Die einzelnen Lokalanästhetika unterscheiden sich zum Teil aber deutlich dadurch, wie schnell sie sich wieder aus der Rezeptorbindung lösen können. Während sich beispielsweise Lidocain-Moleküle nur ca. 0,1 Sekunden an den Rezeptor des Natriumkanals binden, verbleiben Bupivacain-Moleküle dagegen 1,5 Sekunden in der Rezeptorbindung. Etwas günstiger als das Bupivacain ist Ropivacain mit einer Bindungszeit von einer Sekunde ungefähr.
Je nach Bindungsdauer an den Rezeptor wird zwischen Fast-Out, Slow-Out und Medium-Out unterschieden bei den Lokalanästhetika. Je langsamer ein Lokalanästhetikum aus dem Rezeptor wieder abdiffundiert, desto länger ist zwar seine Wirkung, aber im Falle einer Intoxikation ist auch seine toxische Wirkung umso länger. Einer toxikologisch gesehen sehr günstigen Fast-In-Fast-Out-Kinetik folgen die mittellang wirksamen Amidlokalanästhetika Prilocain, Xylocain und Mepivacain. Eine toxikologisch gesehen sehr ungünstige Rezeptorkinetik weist das langwirksame Amidlokalanästhetikum Bupivacain auf, nämlich Fast-In-Slow-Out. Günstiger als das Bupivacain-Racemat ist das ebenfalls zu den langwirksamen Lokalanästhetika zählende Ropivacain. Es weist eine Fast-In-Medium-Out-Kinetik auf. Vor allem aus diesem Grunde, zum Teil auch wegen seiner etwas geringeren motorischen Blockade, wird inzwischen das Ropivacain dem Bupivacain vorgezogen. Lokalanästhetika wirken, wie bereits besprochen, nicht hochselektiv an den Rezeptoren der Natriumkanäle, sondern sie können noch andere Wirkungen haben und dadurch können sie lokale toxische Nebenwirkungen verursachen. Im Bereich der Applikationsstelle können Lokalanästhetika zu einer lokalen Neurotoxizität oder zu einer lokalen Myotoxizität oder eventuell zu einer lokalen Knorpelschädigung führen. Zuerst zur lokalen Myotoxizität. Nach Injektion von Lokalanästhetika in quergestreifte Muskulatur lässt sich morphologisch regelmäßig eine myotoxische Schädigung nachweisen. Die myotoxische Schädigung am Injektionsort ist bei dem sehr lipophilen Bupivacain am stärksten ausgeprägt, denn die Myotoxizität geht ganz offensichtlich mit der Lipophilie eines Lokalanästhetikums einher. Ropivacain weist eine niedrigere Lipophilie als Bupivacain auf und ist deshalb auch in dieser Hinsicht günstiger als das Bupivacain. Das Ausmaß der myotoxischen Schädigung ist bei hohem Volumen, bei hoher Konzentration und bei adrenalinhaltigen Lokalanästhetika besonders hoch. Diese myotoxische Schädigung ist morphologisch regelmäßig nachweisbar, klinisch jedoch meist nicht erfassbar. Und innerhalb von Wochen kommt es zur vollständigen Regeneration ohne Narbenbildung. Klinisch fassbare passagiere myotoxische Schädigungen wurden vor allem nach einer Retro- oder einer Peribulbärblockade festgestellt, also an den sehr sensiblen Augenmuskeln. Ursache der lokalen Myotoxizität ist vor allem eine massive Steigerung der intrazellulären Calciumkonzentration in den betroffenen Muskelzellen. Grund ist eine durch das Lokalanästhetikum bedingte massive Freisetzung von Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum der Muskelzellen. Nun zu einer möglichen lokalen Neurotoxizität. Dieses Risiko hängt vor allem ab von dem verwendeten Lokalanästhetikum und eine besonders hohe lokale Neurotoxizität wird dem Lidocain zugeschrieben. Und zwar gilt dies zumindest für solche Lidocain-Präparate, die mehr als 2% Lidocain enthalten. Morphologisch lässt sich im Injektionsbereich ein endoneurales Ödem nachweisen, dessen Ursache in der Neurotoxizität der Lokalanästhetika, einem erhöhten hydrostatischen Druck in den Nervenstrukturen sowie einer Beeinträchtigung der Blut-Nervenschranke vermutet wird. Eine eventuelle lokale neurotoxische Schädigung tritt mit unterschiedlicher Latenz auf. Sie bildet sich meist nach Tagen oder Wochen wieder zurück, kann im Einzelfall aber auch jahrelang persistieren oder gar irreversibel sein. Neurotoxische Symptome können unterschiedliche Schweregrade aufweisen und nach einer peripheren Blockade können sie von leichten kurzfristigen Taubheitsgefühlen bis hin zu schweren, langanhaltenden motorischen Beeinträchtigungen reichen. Vor allem bei länger anhaltenden Symptomen treten häufiger starke neuropathische Schmerzen auf. Im Rahmen von rückenmarksnahen Blockaden verursacht eine lokale Neurotoxizität vor allem sogenannte transiente neurologische Symptome, also ein TNS. Typisch für transiente neurologische Symptome sind dumpfe Rückenschmerzen sowie
Dysästhesien, also unangenehme oder schmerzhafte Missempfindungen auf einen normalen Reiz, die in die Hüfte, in den Po oder in die Oberschenkelrückseite ausstrahlen. Solche TNS treten typischerweise nach einer Spinalanästhesie auf, und zwar innerhalb der ersten 24 Stunden postoperativ, und sie persistieren meist 1 bis 3 Tage. Danach bilden sie sich vollständig zurück. Historisch interessant ist auch die eventuelle Ausbildung eines Cauda Equina Syndroms, eines CES. Anfang der 1990er Jahre wurde mit Einführung der sogenannten Mikrospinalkatheter eine Reihe solcher Cauda Equina Syndrome beschrieben. Es handelte sich dabei um Patienten, die über solche Mikrospinalkatheter wiederholt Nachinjektionen von hyperbarem Lidocain erhalten hatten. Typisch waren Entleerungsstörungen von Blase und Mastdarm, Parästhesien im Bereich der Lumbosakralsegmente und eine Schwäche oder gar eine Lähmung der Beine. Die Symptomatik war bereits nach Abklingen der Spinalanästhesie vorhanden und bildete sich erst innerhalb von Monaten meistens wieder zurück. Unter dem früher verwendeten Chlorprokainpräparat, das damals Natriumbisulfid enthielt, wurden ebenfalls Cauda Equina Syndrome beschrieben. Das inzwischen wieder zugelassene Chlorprokain, also das Ampres, ist konservierungsmittelfrei. Adrenalinhaltige Lokalanästhetika-Präparationen enthalten auch heute noch das potenziell neurotoxische Natriumbisulfid. Da das höchste Risiko für eine lokale Neurotoxizität nach einer Spinalanästhesie bei Lidocain besteht und auch bei Mipivacain, sollten diese Substanzen im Rahmen einer Spinalanästhesie nicht mehr angewendet werden. Besonders günstig im Hinblick auf eine mögliche lokale Neurotoxizität werden Ropivacain, Bupivacain und Prilocain gesehen. In den letzten Jahren konnte wiederholt gezeigt werden, dass Lokalanästhetika sowohl in vitro als auch in vivo Chondrozyten, also Knorpelzellen, irreversibel schädigen können. Eventuell sind diese Schädigungen auch erst Monate später nachweisbar. Die chondrotoxische Wirkung ist abhängig von der Einwirkdauer und der Konzentration des Lokalanästhetikums. Als besonders chondrotoxisch werden Bupivacain und Lidocain eingeschätzt. Das Ropivacain wird in dieser Hinsicht günstiger eingeschätzt. In den letzten Jahren wurde wiederholt diskutiert, ob eine intraartikuläre Lokalanästhetikagabe durchgeführt werden darf. Zumindest auf eine kontinuierliche Gabe ist zu verzichten, und auch bezüglich der einmaligen Gabe ist eine strengste Indikationsstellung indiziert. Nun zu den eventuell allergischen Nebenwirkungen von Lokalanästhetika. Sie treten vor allem bei den Ester-Lokalanästhetika auf, denn bei ihnen entsteht der potenziell allergenwirkende Metabolit Para-Aminobenzoesäure. Zwischen Para-Aminobenzoesäure und anderen Para-Stoffen kann aufgrund der gemeinsamen Para-Gruppe eine Kreuzallergie bestehen. Bekannte Para-Stoffe sind die Parabene, also die Derivate der Para-Hydroxybenzoesäure. Da Parabene öfters zum Beispiel in Kosmetika, in Lebensmitteln oder in Arzneimitteln als Konservierungsstoffe eingesetzt werden, kann öfter bei Patienten eine vorbestehende Sensibilisierung auf Parastoffe vorliegen. Allergische Nebenwirkungen sind bei Aminoamid-Lokalanästhetika sehr selten. In der Regel sind sie dann durch Konservierungsstoffe, die eine Paragruppe enthalten, bedingt. Mehrfachentnahmebehältnisse für Lokalanästhetika, also zum Beispiel eine 50 ml Flasche, enthalten als Konservierungsstoffe oft Methyl-4-Hydroxybenzoat und Propyl-4-Hydroxybenzoat. Aufgrund einer möglichen Kreuzallergie zwischen Para-Aminobenzoesäure und diesen Substanzen sind Lokalanästhetika mit diesen Konservierungsstoffen bei bekannter Allergie auf Para-Stoffe kontraindiziert. Diese Substanzen sind zum Beispiel in den 50 ml Flaschen Xylonest 1% und Scandica in 2% enthalten. Da solche Konservierungsstoffe nur in größeren Mehrfachentnahmebehältnissen enthalten sind, sollten in der Anästhesie nur kleine Einfachentnahmebehältnisse, also kleine Ampullen, verwendet werden. Nun noch zu möglichen hämatologisch toxischen Effekten, und zwar zur Methemoglobinämie.
Diese kann bei der Verabreichung einer größeren Menge an Prilokain auftreten und verantwortlich ist der Prilokain-Metabolit Orthotoluidin. Orthotoluidin kann das zentrale zweiwertige Eisenion des Hämoglobins durch Oxidation in eine dreiwertige Eisenform überführen. Das dadurch entstehende Methämoglobin ist nicht mehr zum Sauerstofftransport fähig. Ab einer Konzentration von 1 oder 2% Methämoglobin wird von einer Methämoglobinämie gesprochen. Ab einer Dosierung von ca. 400 mg beim Erwachsenen können eventuell Konzentrationen von 15 oder mehr Prozent MetHB auftreten. Abhängig vom gesamten HB-Wert kommt es etwa bei 15% Methämoglobin zu einem grau-zyanotischen Aussehen. Und bei weiterer Konzentrationszunahme zu weiteren Zeichen einer Hypoxie. Mittels üblicher Pulsoximeter wird zumeist ein falsch hoher Sättigungswert angezeigt. Da fetales Hämoglobin besonders leicht zu Methämoglobin oxidierbar ist, sind natürlich Neugeborene und auch Säuglinge bis zum Alter von ca. 6 Monaten besonders gefährdet. Auch Patienten mit einer verminderten Sauerstofftransportkapazität, sei es aufgrund eines reduzierten Sauerstoffkontents oder eines zu niedrigen Herzminutenvolumens, sind besonders gefährdet durch eine erhöhte MetHB-Konzentration. Ein Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel oder beispielsweise bestimmte Hämoglobinopathien oder auch eine Begleitmedikation mit zum Beispiel Sulfonamiden begünstigt eine Methämoglobinämie. Abschließend noch zu möglichen Nebenwirkungen von Lokalanästhetika mit Adrenalinzusatz. Falls ein solches Präparat überschnell resorbiert wird oder teilweise intravasal injiziert wird, drohen Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg. Aufgrund der bereits besprochenen frequenzabhängigen Blockade der Natriumkanäle führt eine Tachykardie zu einer Zunahme der systemischen Toxizität. Außerdem erhöht ein Adrenalinzusatz, wie ebenfalls besprochen, die Myotoxizität und im Bereich von Endstromgebieten droht eventuell eine Mangelperfusion. Aus diesem Grunde dürfen adrenalinhaltige Lokalanästhetika nicht in Endstromgebiete wie Nase, Finger, Penis, Ohrmuschel injiziert werden. Außerdem sind sie kontraindiziert bei Einnahme eines MAO-Hemmers oder eines trizyklischen Antidepressivums oder bei einer Allergie auf den Stabilisator Natriumbisulfid, der in adrenalinhaltigen Lokalanästhetika als Antioxidans enthalten ist. Weitere Kontraindikationen sind zum Beispiel ein Engwinkelglaukom oder eine Hyperthyreose. Im nächsten Video wollen wir uns mit der Therapie einer systemischen Lokalanästhetika-Intoxikation, also einer LAST, beschäftigen.